Einen schönen guten Tag, hallo zusammen zu diesem ja, sehr, sehr sonnigen Tag. Immer sagen, falls man mich irgendwie nicht gut verstehen sollte, bitte, ich lasse das Fenster jetzt gerade hier mal auf, weil es ein bisschen angenehmer ist. Wenn Leute reden, sonst gerne irgendwie melden, reinrufen, kriegen wir hin. So, ja, ich beschäftige mich hier heute mit den ganzen Themen seit der Legalisierung, die nicht mit den Clubs und nicht mit dem Führerscheinrecht zu tun haben, was ich sonst nämlich eigentlich mache. Wie ja schon angekündigt wurde, ich bin selbstständiger Rechtsanwalt in Düsseldorf, komme eigentlich früher so aus dem strafrechtlichen Bereich, habe aber dann mich vor allem auf das Führerscheinrecht für Cannabiskonsumenten und auch medizinische Patienten spezialisiert. Gerade weil mir das so ein Herzensanliegen ist, das war halt früher schon eigentlich das Hauptproblem. Mit einer geringen Menge hat man keine riesige Strafbarkeit irgendwie befürchtet, außer wenn man das vielleicht ganz oft gemacht hat. Aber bei der Fahrerlaubnis, da hatten wir eben das Problem, was bis zur Existenzgefährdung gehen kann, wenn man erwischt wurde, vielleicht am Steuer, aber auch sonst als regelmäßiger Cannabiskonsument. Deswegen ist es mir nämlich ein Herzensanliegen, Menschen dabei zu helfen, zu beraten und zum Beispiel vor den Fahrerlaubnisbehörden zu vertreten, wenn es sein muss, auch vor den Verwaltungsgerichten. So, und jetzt haben wir ja zum Glück seit dem 1.4. die Legalisierung, jedenfalls Teillegalisierung, diverse andere Änderungen. Ja, ich starte hier direkt mal mit meiner Gliederung. Ich habe das mal Cannabis im Alltag genannt. Es geht um rechtliche Rahmenbedingungen für Eigenanbau und Konsum von Cannabis. Ich werde noch auf ein paar Seitenaspekte eingehen, erstmal eine kleine Einleitung machen, dann gehen wir in das Besitzthema, da beschäftigen wir uns sowas mit Besitzgrenzen, wo darf ich besitzen, wer darf besitzen, den Anbau von Cannabis. In dem Zuge werden wir auch das Thema erörtern, welche Formen von Cannabis darf ich besitzen, herstellen, was ist mit Marihuana, Haschisch, Rosin, Edibles. Genau dann auch Konsum von Cannabis. Wer darf konsumieren? Wo darf konsumiert werden? Was passiert, wenn man wo konsumiert, wo man nicht konsumieren darf? Schließe dann noch gegen Ende mit ein paar Verhaltenstipps gegenüber der Polizei allgemein. Und noch gehe auf ein paar Besonderheiten bei medizinischem Cannabis ein, womit ich mich viel beschäftige, wo es ja auch große Änderungen gab. Hab noch einen kleinen Punkt für Sonstiges. Also, wir haben viel vor. Nämlich, wenn Sie es genau wissen wollen, so viel. Aber das kriegen wir alles gemeinsam gut erarbeitet, würde ich sagen. Dann starten wir doch mal direkt. Also, Einleitung. Was ist passiert? Das Cannabisgesetz wurde verabschiedet und es ist nicht zu wenig, wenn man sagt, oder es ist nicht zu viel mehr, man sagt, das ist ein Paradigmenwechsel, der eingeleitet wurde. Wir haben praktisch eins der liberalsten Cannabisrechte in ganz Europa jetzt durch das Cannabisgesetz, insbesondere das Konsum-Cannabis-Gesetz, wodurch was eigentlich passiert ist. Cannabisbesitz wurde legalisiert innerhalb gewisser Besitzgrenzen. Der Cannabiskonsum wurde legalisiert. Die ganz Spitzfindigen wissen, ja, der war eigentlich auch schon vorher legal. Aber wie haben das Strafverfolgungsbehörden oft gemacht? Von einem Konsum kann auch manchmal auf den Besitz geschlossen werden und schon hat man eventuell ein Strafverfahren am Laufen, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Aber jetzt ist der Konsum wirklich legal, noch legaler, nur nicht überall. Wir haben gleichzeitig einen begrenzten privaten Cannabis-Anbau, der jetzt legalisiert ist. Fand ich, muss ich sagen, als das Gesetz dann kam, am erstaunlichsten, dass sogar das freigegeben wurde. Auch das ist ein echter Paradigmenwechsel. So, Cannabis-Clubs, mit denen wir uns jetzt in dem Vortrag nicht besonders beschäftigen werden, die werden ermöglicht. Und zwar, ja, jetzt steht es kurz bevor, ab 1. Juli können die Cannabis-Clubs, die sich schon gegründet haben, ihre Anbaulizenz beantragen und dann für ihre Mitglieder Cannabis herstellen, abgeben. Zusätzlich gab es noch eine Amnestieregel für laufende Strafverfahren und auch für abgeschlossene Strafverfahren. Nichts zu vergessen ist das Medizinal-Cannabis-Gesetz, das ebenfalls eingeführt wurde.
Das ist vor allem für die Patienten insofern wichtig, dass es früher dem Regime des Paragraphen 13 Betäubungsmittelgesetz unterlag, wenn man sich Cannabis verschreiben lassen wollte. Und das Ultima Ratio-Prinzip hat da gesagt, ein Arzt macht sich strafbar, wenn er Cannabis verschreibt aufgrund einer Diagnose und nicht zuvor alles andere, was medizinisch möglich ist, schon ausprobiert hat. Dann war die Diagnose nicht begründet und war in der Theorie sogar strafbar für den Arzt. Dieser Teil ist weg. Nun darf jeder Arzt, der es medizinisch für richtig vertretbar hält, einem Patienten Cannabis verschreiben. Riesenänderung. Und nicht zu vergessen, ich reiße es hier noch an, im Straßenverkehr wurden auch durch Änderung der Fahrerlaubnisverordnung deutliche Erleichterungen für Cannabiskonsumenten und Patienten beschlossen. Bei Konsumenten ist vor allem zu nennen, der bloße regelmäßige Konsum war früher ein K.O.-Kriterium, führte zur Fahrungeeignetheit und damit zum Entzug der Fahrerlaubnis oder wenn man keine hatte, bekam man die auch nicht. Das ist jetzt anders. Und für die Anordnung einer MPU, der medizinisch-psychologischen Untersuchung, die ja sehr viele Cannabiskonsumenten über sich haben ergehen lassen müssen, die es dann hoffentlich geschafft haben, oft leider nicht im ersten Anlauf, wurden die Anforderungen erhöht. In der Regel sind nun 2 Verstöße erforderlich gegen zum Beispiel das Gebot, Cannabiskonsum und das Autofahren zu trennen, dass eine MPU angeordnet werden darf. Das als kleinen Überblick über die Änderungen, die das Cannabisgesetz, das heißt Konsumcannabisgesetz, Medizinalcannabisgesetz und weitere Änderungen erfahren hat. Machen wir direkt weiter. Also, Besitz von Cannabis. Cannabis, was ist das eigentlich? Die Juristen wollen Sachen immer gerne konkret, genau definieren. Das braucht man auch, gerade im rechtlichen Kontext, wenn Gerichtsentscheidungen fällig werden. Deswegen gibt es im Gesetz etwas, das nennen wir Legaldefinitionen. Da gibt es im Paragraphen 1 Konsumcannabisgesetz ganz viele, gibt es eine ellenlange Liste. Wahrscheinlich die wichtigste ist im Nummer 8. Was ist eigentlich Cannabis? Beschäftigen wir uns mal damit. Cannabis sind Pflanzen, Blüten und sonstige Pflanzenteile sowie Harz der zur Gattung Cannabis gehörenden Pflanzen, einschließlich den pflanzlichen Inhaltsstoffen nach Nummer 1 und Zubereitungen aller vorgenannten Stoffe. Mit Ausnahme von, da gibt es ein paar Ausnahmen, das fällt nicht unter Cannabis im Sinne des Konsumcannabisgesetzes. Vor allem zu nennen ist medizinisches Cannabis, CBD, Vermehrungsmaterial, das könnte zum Beispiel so etwas sein, oder hier habe ich solche Samen, beschäftigen wir uns später noch ausführlicher mit, Nutzhanf und Pflanzen als Teil von bei der Rübenzüchtung gepflanzten Schutzstreifen, wenn sie vor der Blüte vernichtet werden. Nun gut. So, warum ist das wichtig? Das ganze Gesetz knüpft in allen Vorschriften immer an den Cannabis-Begriff an. So, fangen wir mal mit dem wichtigsten Grundlegenden an, was wahrscheinlich Sie alle schon wissen. Ich gehe es trotzdem nochmal durch und gehe dann auf ein paar Problemfälle davon ein. Inwiefern darf man Cannabis besitzen? Wer darf besitzen? Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, dürfen bis zu 25 Gramm Cannabis bei Blüten, blütennahen Blättern und sonstigen Pflanzenmaterialien der Cannabispflanze bezogen auf das Gewicht nach dem Trocknen zum Eigenkonsum erlaubt. So. Dazu, wie Sie auch wissen, am Wohnsitz bis zu 50 Gramm darf man besitzen. Insgesamt allerdings nur 50 Gramm, nicht zu Hause 50 und dann nochmal 25 unterwegs. Das wäre zu viel. Wir haben ja gestern, für die dabei waren, in der Politikerrunde auch schon gehört, ja, die Mengen, wie definiert man das? Das war wohl ein Gezerre in den politischen Hinterzimmern. Irgendwie hat man sich auf einen Kompromiss verständigt. Ich sag mal, man kann wahrscheinlich ganz zufrieden sein, auch wenn es natürlich Punkte gibt, zum Stichwort Eigenanbau, wo man sagen kann, ist 50 Gramm nicht etwas wenig? Wenn ich jetzt 3 Pflanzen habe und eine gute Ernte, habe ich vielleicht deutlich mehr. Aber naja, es hätte ja auch was deutlich Geringeres im Gesetz stehen können. Von daher, ich denke, da kann man ganz zufrieden sein.
So, was passiert, wenn man mehr besitzt als die gerade genannten Grenzen? Zunächst mal gibt es da den Bereich, dass das nur eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Das wäre zum Beispiel, wenn man außerhalb der Wohnung mehr als 25 Gramm bis zu 30 Gramm besitzt oder insgesamt mehr als 50 bis zu 60 Gramm. So, wenn man damit erwischt wird von der Polizei, was passiert? Flickenteppich. Wir sind in Deutschland, leben im Föderalismus. Da macht jedes Bundesland oft so sein eigenes Süppchen. Es gibt so schon Bußgeldkataloge zum Konsumcannabisgesetz. Ich habe jetzt mal von Nordrhein-Westfalen, wo ich sitze, was rausgesucht. Da steht das dann nochmal im Einzelnen als Tatbestand, wer da mehr als das besitzt. Der hat eine Geldbuße bei einem vorsätzlichen Verstoß von 250 bis 1.000 Euro zu erwarten. Okay, vorsätzlicher Verstoß, wenn man weiß, dass man mehr besitzt. Wenn man fahrlässig dagegen verstößt, also man hat mehr, hätte das erkennen können, aber wusste das nicht, die Hälfte. Aber ja, das kostet schon ganz gut. In Bayern übrigens ist der Strafrahmen oder der Bußgeldrahmen 500 bis 1.000 Euro. Ist ja auch aus Bayern nicht so unbekannt, dass die gerne ein bisschen härter sind gegen Cannabis. Aber auch nur eigentlich in gewissen Rahmen können die Bundesländer härter oder milder sein, weil das Konsumcannabisgesetz glücklicherweise ein Bundesgesetz ist. Das betrifft zwar nicht die Bußgelder, aber die grundsätzlichen Regeln. Bayern kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, wir lassen keine Cannabis-Clubs zu. Das möchte Herr Söder vielleicht gerne, geht aber nicht. Zum Glück. So. Schwieriger wird es, wenn man noch mehr besitzt. Dann sind wir nämlich im Bereich von Straftaten. So, da gibt es jede Menge dieser Strafvorschriften im Konsumcannabisgesetz. Der sogenannte Grundtatbestand sieht immer eine Strafdrohung im 34 Absatz 1 von Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder eine Geldstrafe vor. Wer dann mehr als 30 Gramm Cannabis, wenn man nicht in der Wohnung ist, besitzt oder insgesamt mehr als 60 Gramm besitzt oder mehr als 3 lebende Cannabispflanzen besitzt. Da sind wir leider dann schon im Straftatbereich. Ja? 3 lebende weibliche Cannabispflanzen oder 3 lebende Cannabispflanzen? Gute Frage. 3 lebende Cannabispflanzen. Wir könnten zurück zu dieser Definition, wo Pflanzen sind. Weibliche Pflanzen, ja, ich glaube, soweit kriege ich jetzt, komm ich da so schnell zurückgescrollt? Da kann man noch hin. So, Cannabis, Pflanzen, Blüten, sonstige Pflanzenteile. Da steht nicht weiblich, da steht nicht männlich. Das heißt, erstmal sind das alle Pflanzen. Wir kommen später noch ein bisschen genauer, wenn wir uns mit Vermehrungsmaterial beschäftigen dazu. Bitte? Dazu kommen wir später noch erstmal. Aber zum Thema erstmal weiblich und männlich. Auch männliche Pflanzen sind Cannabispflanzen. Wer 4 männliche Cannabispflanzen besitzt, begeht eine Straftat. Das macht nicht unbedingt Sinn, aber Recht ist auch eben was Formelles und ja, das kann man nur raten, sich auch daran zu halten. So, jetzt möchte ich mich direkt noch mit einem Thema beschäftigen, das haben Sie bestimmt auch schon gehört. Es gibt einen sogenannten besonders schweren Fall, wenn man nicht nur mehr als die 60 Gramm besitzt, sondern nach dem Gesetz, wenn man eine Straftat nach Absatz 1 begeht, das ist sowas, man besitzt mehr als 60 Gramm und das Gesetz sagt dann noch, und die Handlung sich auf eine nicht geringe Menge bezieht. Dann liegt ein besonders schwerer Fall vor, der von 3 Monaten bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe bestraft wird. Das heißt, grundsätzlich mindestens 3 Monate. In ganz kleinen Fällen kann man das noch in eine Geldstrafe umwandeln, wenn es unter 6 ist. Aber grundsätzlich sieht das Gesetz dann Freiheitsstrafe vor. Und wie legt man das aus? Was ist eine nicht geringe Menge? Das ist ein Riesenproblem. Das Gesetz sagt das nicht. Es gibt jedoch dazu Entscheidungen, oder ich mach's mal so.
Diese nicht geringe Menge, wie ganz vieles, was im Konsumcannabisgesetz steht, auch sowas wie herstellen, anbauen, all diese Begriffe, die hat der Gesetzgeber praktisch aus dem Regime des Betäubungsmittelgesetzes genommen, wo Cannabis ja früher in den Anlagen genannt wurde. Und jetzt werden die Begriffe Betäubungsmittelgesetz eben immer noch auf die anderen Betäubungsmittel angewendet. So, früher hat der Bundesgerichtshof, das höchste deutsche Gericht für Strafsachen, die Grenze gesetzt. Ab 7,5 Gramm THC haben wir eine nicht geringe Menge. Da hat man dann gesagt, okay, für eine berauschende Wirkung seien 15 Milligramm THC erforderlich. Und wenn man dann sagt, das ist eine Konsumeinheit, dann sagt man, ab 500 Konsumeinheiten haben wir eine nicht geringe Menge. Und das sind 7,5 Gramm. So hat der Bundesgerichtshof das damals gemacht, 1984. So, jetzt haben wir das Cannabisgesetz. Das steht leider nicht im Gesetzestext, aber in der Begründung, dass eine geänderte Risikobewertung von Cannabis stattgefunden hat. Der Gesetzgeber hat also gesagt, okay, wir sehen das jetzt anders. Cannabis ist nicht mehr aus unserer Wertung so gefährlich, wie wir es früher angesehen haben. Deswegen sollen im Lichte der legalisierten Mengen, wird man an der bisherigen Definition nicht mehr festhalten können. Und der Grenzwert muss deutlich höher liegen als in der Vergangenheit. Darüber hatte jetzt in Fällen schon der Bundesgerichtshof wieder zu urteilen. Wie geht das so schnell? Weil die Fälle schon vorher angefangen haben und jetzt ab dem 1.4. beim BGH lagen. Wegen der Gesetzesänderung musste er schon für die Fälle das neue Gesetz anwenden. Was hat der Bundesgerichtshof gemacht? Hat er die nicht geringe Menge neu ausgelegt? Nein, hat er nicht. Und wahrscheinlich sind es sogar alle 6 Strafsenate des Bundesgerichtshofs, die sagen, ja, 7,5 Gramm THC, das ist die nicht geringe Menge. Dass der Gesetzgeber eine geänderte Risikobewertung gemacht hat, sagte, ist nicht nachvollziehbar. Warum soll die Rechtsprechung das hier jetzt frei rechtschöpfend entwickeln? Das hätte der Gesetzgeber doch regeln können. Und es macht auch keinen Sinn. Ja, es gibt dann so Argumente wie zum Beispiel Handel treiben mit Cannabis darf man immer noch nicht. Da ist auch eine kleine Menge schon mal grundsätzlich strafbar. Aber das ist ein Riesenproblem. Der Bundesgerichtshof hat den Willen des Gesetzgebers klar missachtet. Man kann auch wirklich darüber reden, ist das verfassungswidrig, wie es auch der Kollege Grubwinkler in einem Artikel zum Beispiel gesagt hat. Ich würde folgenden Vorschlag da machen. Das ging noch nicht hervor aus diesem BGH-Entscheid. Oder ich erkläre es erstmal so. Warum ist das so ein Riesenproblem? Naja, wir können ja mal ausrechnen, wenn wir sagen, die Straftatgrenze fängt bei über 60 Gramm Marihuana oder Cannabis an. So, und wir haben jetzt hier, sagen wir mal, 20%, also Marihuana mit 20% THC-Gehalt. Ja, dann haben wir da 12 Gramm THC direkt. Das heißt, und das ist das Juristische, was ein Riesenproblem ist, sobald es strafbar ist, sind wir sofort in einem besonders schweren Fall drin, mit einer ganz erhöhten Mindeststrafdrohung. Das ist rechtssystematisch eigentlich überhaupt nicht hinnehmbar und aus dem Grund ist das absolut zu kritisieren, weil die normale rechtliche Systematik sagt, es gibt einen Tatbestand, ab dann ist was strafwürdig und wenn man weit darüber hinaus liegt, dann sind wir in einem besonders schweren Fall. So. Wie man das auslegen könnte, man könnte sagen, über 60 Gramm begeht man eine Straftat. Okay, aber hat man dann direkt eine nicht geringe Menge? Oder müsste man die 60 Gramm oder jedenfalls die 50, die man haben darf, vielleicht erstmal abziehen von der Menge? Und ist bei der Berechnung nur das darüber hinausgehende, das, was wir als nicht geringe Menge bezeichnen können, auch nur deswegen bestraft werden? Das wäre jedenfalls mal mein Vorschlag für eine verfassungskonforme Auslegung. So wäre man nicht direkt auch in dem Bereich, wir überschreiten die Grenze, sind im besonders schweren Fall. Es bleibt aber, kann man nur sagen, zu hoffen, der Gesetzgeber regelt die Menge ganz anders. Und manche Gerichte haben das auch vorgeschlagen auf einem ganz anderen Niveau. Also da gab es Vorschläge von 50 Gramm THC oder 75 oder 100. Das war erst ab dann in so einer schweren Strafdrohung sind. So kann man auch die Entscheidung des 6. Senats verstehen.
bleibt noch abzuwarten. Aber erstmal muss man leider sagen, ist es höchstrichterliche Rechtsprechung, dass man bei der Überschreitung von 60 Gramm bei einer Mindestfreiheitsstrafe von 3 Monaten liegt. Okay, springen wir zum nächsten Thema. Cannabis muss auch gesichert werden, wenn man das besitzt im privaten Raum. So, und das Gesetz sagt, sind am Wohnsitz und am gewöhnlichen Aufenthaltsort durch geeignete Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen vor dem Zugriff durch Dritte, insbesondere Kinder und Jugendliche, zu schützen. So, erstmal, was fällt uns da ein? Ja, verschlossene Schränke, Räume, wo man da nicht dran kann. Das ist gut. Juristisch können wir direkt auch mal schauen, vor wem muss man das schützen? Das Gesetz sagt, durch Dritte. Das ist erstmal jeder, der nicht der ist, der anbaut. Steht zwar insbesondere Kinder und Jugendliche, aber gemeint ist jeder. Also auch der Ehepartner, mit dem man wohnt. Oder der nicht eheliche Lebenspartner. Schwierig. Würde ich auch sagen, sollte man vielleicht als verfassungskonforme Auslegung, zum Beispiel die Ehe steht unter dem Schutz von Artikel 6 Grundgesetz. Ja, was soll man da machen? Muss man vor seiner Ehefrau, seinem Ehemann das Cannabis wegschließen? Das geht zu weit. Muss man das vor dem Nicht-Ehepartner, mit dem man wohnt, machen? Nein, das geht eigentlich auch zu weit. Ist das bei einem WG-Partner? Schwierig. Weil eigentlich sagt das Gesetz, vor jedem muss ich schützen, aber man sieht auch hier, das Gesetz geht zu weit, es ist nicht perfekt durchdacht. Ja. Könnte man sich dann auswählen, dass man sagt, geschützt oder gesichert wird es auch dadurch, dass man das dann bewacht und sich so auswählt? Ich habe es auch ununterbrochen bewacht, deswegen darf jeder rein und ich habe dann, sag ich mal, Strafbarkeitsordnungen abgewehrt. Hört sich gut an, würde ich sagen. Ja, aber dann müssten Sie es auch ständig bewachen. Ja gut, wenn ich dann allein bin, beziehungsweise keiner da ist, dann kann ich mich ja mein Haus oder meine Wohnung zuschließen und das dann. Schon die Frage, ne? Oder jemand ist in Ihrer Wohnung, Sie gehen mal kurz aufs Klo, müssen Sie das mitnehmen? Es ist doch ein Klo. ja, aber dann darf da kein anderer hin aufs Klo. Braucht man ein extra Klo, ja? Schwierige Fragen, die man sich stellen muss. Ich würde jedenfalls sagen, der Ehepartner kann nicht gemeint sein, der Partner, mit dem man wohnt, auch nicht. Bei Familie, man wohnt hier mit Geschwistern zusammen, die volljährig sind, kann man drüber reden. Aber Grundsatz, kein anderer darf Zugriff darauf haben. Also auch wenn das jetzt ein bisschen lustig gesagt ist, wenn jetzt ein Freund zu Besuch kommt, man hat Cannabis auf dem Tisch vor sich liegen, ja, solange man dabei ist, ist das ausreichend gesichert. Wenn man weggeht, vielleicht muss man es wegschließen. Gilt für Cannabispflanzen, die man anbaut, gilt auch für, wir haben ja gesehen, umfassende Definition, jede Blüte, Haschisch, alles. Und ja, und wenn man das nicht macht, gibt es ein Bußgeld. In Bayern 500 bis 750 Euro. Also einfach, weil man das nicht gesichert hat. Also nicht erwischen lassen. Wir springen zu einem Thema. Besondere Arten von Cannabis. Besondere Erscheinungsformen. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir Plätzchen. In denen ist da irgendetwas Bräunliches drin. Vielleicht Schokolade, vielleicht was anderes. Wir wissen es nicht genau. Also es könnten Edibles sein. Wo Cannabis, Marihuana, Haschisch drin verarbeitet ist. Was ist eigentlich Haschisch? Was ist Rosin? So, wie ist denn das eigentlich? Darf man das haben? Herstellen? Es gibt im Gesetz was, das nennt sich erstmal Zubereitung von Cannabis. So, wir haben ja vorher schon diese große Definition gehört, Cannabis, und die sagt, ja, nicht nur Pflanzen, sonstige Pflanzenteile, auch Zubereitungen aller vorgenannten Stoffe. Was ist denn eine Zubereitung? Ah, das Gesetz hilft uns ein Stück auch da wieder weiter. Nummer 10 steht, eine Zubereitung ist ein Stoffgemisch oder die Lösung eines oder mehrerer Stoffe außer den natürlich vorkommenden Stoffgemischen und Lösungen, unabhängig von dem Aggregatzustand. Okay, Stoffgemisch, das ist der wesentliche Begriff. Was ist denn dann ein Hashcakes? Ist das ein Stoffgemisch? Wer ist dafür? Handheben. Ja, würde ich auch so sehen. Leider. So, warum denn nämlich leider? Naja, das ist es. Damit ist ein Haschkeks Cannabis. Das muss man verstehen. Und zwar mit dem gesamten Haschkeks Bruttogewicht. Ist ein Problem. Wir haben noch weitere Probleme, nämlich in den Strafvorschriften, da steht ganz viel drin, was man alles nicht darf. Zum Beispiel darf man, Riesenwidersprüchlichkeit des Gesetzes,
Cannabis darf man nicht herstellen. Wieder mal ein Begriff aus dem Betäubungsmittelgesetz eigentlich. Steht nicht mehr im Konsumcannabisgesetz. War früher. Und übrigens interessanterweise im Medizinal-Cannabis-Gesetz, da steht es drin. Fragt man sich auch, warum steht es da drin? Da nicht. Egal. Herstellen ist das Gewinnen, Anfertigen, Zubereiten, Be- oder Verarbeiten, Reinigen oder Umwandeln. Aha, okay. So, darunter fiel auch immer früher, ganz klar, ich pflücke Blüten von meiner Cannabispflanze. Ich habe nämlich dadurch Cannabis hergestellt. Was ist los? Man soll doch selbst anbauen können und was besitzen. Ja, das ist eine Widersprüchlichkeit des Gesetzes. Der Teil wurde nicht bedacht. Ich darf es anbauen, ich darf es besitzen, aber pflücken nicht. Jedenfalls darf ich dabei nicht gesehen werden. Also ich darf es auch nicht. Und naja, großes Problem. Es kann man nur, weil das widersprüchlich ist, es kann man nur so auslegen, dass das wirklich nicht gemeint sein kann. Man muss immer aufpassen, ein Gesetz gegen den Wortlaut praktisch auszulegen. Aber zugunsten des Täters geht sowas jedenfalls mal. So, es ist nämlich klar erlaubt, nach Gesetzesbegründung, nach der ganzen Intention, Cannabis anzubauen, Marihuana herzustellen, Haschisch zu gewinnen. Also, das darf man erstmal. Auch wenn dieser Erntevorgang darunter fiele. Juristisch nennen wir das, was wir jetzt machen, eine teleologische Reduktion von Telos, von dem Ziel des Gesetzes. Da geht es darum, man soll Cannabis anbauen dürfen und es herstellen, dass wir sagen, herstellen kann nicht so gemeint sein, dass wir das nicht dürfen. Okay, den Teil haben wir noch ziemlich sicher. Also, ich übernehme nie eine Garantie, was ein Gericht mal auslegen wird, helfe aber immer gerne bei Argumentation und so, deswegen, bei Marihuana ist die Herstellung logischerweise legal. Haschisch wiederum ist auch im Gesetz genannt. Deswegen und auch nach der Begründung ist die Herstellung ebenfalls legal. Danach steht in der Gesetzesbegründung sogar explizit drin, dass Techniken wie Reiben oder Sieben zur Lösung der Trichome zulässig sind, um Haschisch herzustellen. Man kann ja in einer ganz praktisch ursprünglichen Variante zwischen den Händen Marihuana verreiben und allein durch Druck und Wärme bleibt dann Haschisch daran kleben. Das ist auch ein Herstellen, das ist okay. Jetzt kommen wir zu den schwierigeren Fällen. Die Edibles nämlich. Ja, ja, wir haben es gerade im Prinzip hier schon durch Schwarmintelligenz herausgefunden. Ja, die Herstellung ist wohl nicht legal. Man kommt wohl nicht drum rum, das ist ein Stoffgemisch. Weil da drin ist Cannabis und es sind andere Stoffe. So leicht ist es leider. Und da das Cannabis ist, hat man das hergestellt. Muss man natürlich sagen, ist ein gewisses Problem des Wertungswiderspruchs. Ja, nehmen wir mal an, jetzt habe ich hier 5 Gramm Cannabis und ich backe daraus 70 Gramm Kekse. Es ist irgendwie schwierig von der Wertung, dass ich mich jetzt strafbar gemacht habe. Ja. Aber eine Sache ist zum Glück gut. Jedenfalls, wenn wir unterhalb der 60 oder der 50 Gramm liegen, haben darf ich den Keks ja wieder. Ich darf ihn besitzen, wenn es nicht zu viel ist. Immerhin. Jetzt haben wir einen spannenderen Fall. Rosin. Wer weiß, was das ist? Möchte jemand erklären? Also, nach meinem Verständnis ist es halt die gesammelten Trichome, nochmal Wärme oder Hitze ausgepresst. Also, Wärme ist das Beispiel mit Druck und Hitze ausgepresst und das, was dann ausgequetscht wird, dieser goldene Saft. Sowas? Bullenartig, also extrem zäh und einfach sehr potent. Sehr potent, sehr konzentriert, genau. So, und vielen Dank. Interessant war daran der Herstellungsprozess. Das sind ja genau die gleichen Verfahren wie bei der Haschischherstellung, die funktionieren. Wärme und Druck. So, aus dem Grund würde ich sagen, oder sage ich, wir machen ja hier Argumentation, Gesetzesauslegung. Die Herstellung von Rosin ist legal, weil die Herstellung von Haschisch legal ist. Wir haben hier kein Verfahren, wo auch irgendein Gemisch hergestellt wird, sondern es wird nur etwas Natürliches gelöst.
Na, natürliches Lösen. Wie war denn das? Wir haben doch hier genau den Begriff der Zubereitung gehabt. Ein Stoffgemisch oder die Lösung eines oder mehrerer Stoffe außer den natürlich vorkommenden Stoffgemischen und Lösungen. Ich würde sagen, das Rosin ist ein natürlich vorkommendes Stoffgemisch. Was schon in der Pflanze enthalten ist und es wird nichts anderes hinzugefügt. Deswegen sage ich, das ist keine Zubereitung in dem Sinne. Jetzt müssen wir noch eine weitere Klippe überwinden, damit unsere Rosin-Produktion wirklich straffrei bleibt. Jetzt hat der Gesetzgeber uns leider auch noch reingeschrieben, strafbar ist auch, wer Cannabinoide extrahiert. Das haben wir gehört, das ist eine sehr potente Lösung. Manche sagen auch, das sei ein Extrakt. Aber ist das so? Hat jemand den Kopf geschüttelt? Ich sehe es auch so. Auch da, ganz wichtig immer, gerade wenn wir uns im Strafrecht befinden. Es gibt im Artikel 103 Absatz 2 unseres Grundgesetzes den sogenannten Bestimmtheitsgrundsatz. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Den nennt man auch Wortlautgrenze. Keine Tat darf bestraft werden, wenn die Strafbarkeit nicht gesetzlich bestimmt ist, bevor die Tat begangen wurde. Das heißt, wenn etwas strafbar sein soll, dann muss sich das auch hinreichend klar aus dem Gesetzeswortlaut ergeben. Man kann nicht sagen, ja, das hat das Gesetz zwar nicht richtig ausgedrückt oder falsch gesagt, aber wir wollen das trotzdem nicht. Das ist kein gutes Verhalten. Nein, das geht nicht. Das wäre verfassungswidrig. So, und da steht extrahieren. Naja, was ist eine Extraktion? Wenn man mal im Internet danach schaut, ein Trennverfahren, bei dem mit Hilfe eines festen, flüssigen oder gasförmigen Extraktionsmittels eine oder mehrere Komponenten aus einem Stoffgemisch herausgelöst werden, sagt Wikipedia. Aber die Anwendung von Wärme und Druck ist kein Extraktionsmittel, das ist kein Lösungsmittel. Wie zum Beispiel, wenn man Butan einsetzt, um Haschischöl herzustellen, dann hätten wir eine Extraktion. Aber so, dann nochmal weitergeguckt, steht auch nochmal bei Wikipedia, ich habe mich durchgeklickt, was ein Extraktionsmittel ist. Genau, in der Chemie Stoffe bezeichnet, aus dem so etwas herausgelöst wird. Ja, haben wir nicht bei einer Rosin-Herstellung, allein durch Wärme und Druck. Deswegen sage ich, das ist keine Extraktion und weil es keine Zubereitung ist und ähnlich dem Haschisch auch keine verbotene Herstellung. Rechtsprechungsentscheidungen stehen freilich aus. Ja? Butanextraktion, also ich extrahiere doch mit dem Lösungsmittel trotzdem jetzt nicht individuelle Cannabinoide, sondern im Endeffekt das gesamte Öl, was da drin ist, also alles, die Gesamtmischung. Das ist ja dann immer noch keine wirkliche Extraktion im chemischen Sinne doch eigentlich. Ne? Naja, aber es wird schon Butan doch eingesetzt als Lösungsmittel und es ist doch nicht auszuschließen, also wie ich das gelesen habe, dass sich das teilweise vermischen kann mit dem Butan. Okay, also weil nicht garantiert werden kann, dass sich das Butan restlos entfernen kann, ist es dann im Endeffekt doch noch irgendwo ein Gemisch und fällt dann wieder unter diese gesamte Gemischregelung. Ja, ich würde nämlich sagen, okay. Wegen diesen zwei Punkten, wir haben das nicht garantiert und wir haben eben doch auch einen anderen Stoff, den wir einsetzen. Rein hier Wärme und Druck ist noch nicht mal ein Stoff, ein Mittel, das eingesetzt wird. Aus den beiden Argumenten würde ich sagen, das ist keine Extraktion und damit geht das. Ja, also ich denke mir, mit den ganzen Extrakten und auch mit Haschisch, da ist man doch als Privatanbauer, der für den Eigenbedarf anbaut, ganz schnell erstens über der Obergrenze von 7,5 Gramm THC. Mhm. Und zweitens ist es doch vollkommen unwirtschaftlich, beziehungsweise natürlich wirtschaftlich für diejenigen, die diese ganzen Extraktionsmaschinen und was man dann da alles noch braucht, verkaufen. Ja, sehr gute Frage, sehr guter Einwand. So, sind wir dann nicht schnell über den 7,5 Gramm? Oh, das kann man wahrscheinlich, ja, ist wahrscheinlich zu klein zum Lesen. Das sind die ganzen Strafvorschriften, was man übrigens alles nicht darf. Warum könnte das trotzdem gerade ein Ausweg sein, Haschisch herzustellen oder eben auch Rosin? Wenn wir das haben, dann wird ja das, was am Ende rauskommt, wieder unter den Begriff Cannabis fallen. So, die 7,5 Gramm THC als Grenzwert,
die gelten nur für die nicht geringe Menge. Und die sind nur dann ein Problem, wenn wir überhaupt über den grundsätzlichen Besitzgrenzen sind. Das heißt, wenn wir jetzt bis zu 50 Gramm Rosin hätten, dann sollte das okay sein. Und vielleicht ist das sogar eine Methode, wenn man nämlich hier Pflanzen anbaut und ja, man erntet gut, da hätte man mehr als 50 Gramm. Naja, wenn man das, man darf es natürlich nicht alles ernten, aber sukzessive verarbeitet, dass man nicht über 50 Gramm käme. Vielleicht ist das gerade ein Ausweg. Die Herstellung von Haschisch ist ja auf ganz klar in Ordnung, jedenfalls nach solchen Sieb- und Reibemethoden. Und bei dem Rosin, wie ich es ähnlich sehen würde, wäre das eigentlich eine Möglichkeit, letztlich mehr THC zu besitzen, als wenn man jetzt 50 Gramm Blütenmaterial hätte. Das ist jetzt so mein Vorschlag. So, ich mache mal direkt weiter, damit wir hier durchkommen. So, Anbau von Cannabis. Also, wie, wo, was darf man anbauen? Es gibt natürlich mal wieder Regelungen im Gesetz. Anforderungen an den privaten Eigenanbau haben wir in § 9, Konsumcannabisgesetz. Ist immer das Konsumcannabisgesetz, wenn ich nichts anderes dabei stehen habe. Also mal wieder volljährige Personen dürfen an ihrem Wohnsitz oder an ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort ist der private Eigenanbau von insgesamt nicht mehr als 3 Cannabispflanzen gleichzeitig erlaubt. So, und ja, es darf aus dem privaten Eigenanbau nicht an Dritte weitergegeben werden. Wie wir wissen, es darf gar nichts weitergegeben werden, außer von Anbauvereinigungen an ihre Mitglieder. Das, ja, Riesenproblem des Gesetzes, an dieses Verbot der Weitergabe, die auch strafbar ist, wird sich bestimmt jeder immer dran halten, bin ich mir ganz sicher. Beschäftigen wir uns jetzt mal mit dem, was ich vorher schon mal angedeutet habe. So, was ist denn eine Cannabispflanze eigentlich? Also wir haben schon mal in der Cannabis-Definition mal wieder, dass die Pflanzen dabei sind. Soweit, so klar der Ausgangspunkt. Aber nicht darunter fällt Vermehrungsmaterial. Vermehrungsmaterial, haben wir hier die schöne Nummer 7, sind Samen und Stecklinge von Cannabispflanzen. Und in Nummer 6 steht noch, was ist ein Steckling? Das ist das Spannende, wo was auch umstritten ist. Ich habe da eine Meinung zu, beschäftigen wir uns mal damit. Stecklinge sind Jungpflanzen oder Sprossteile von Cannabispflanzen, die zur Anzucht von Cannabispflanzen verwendet werden sollen und über keine Blütenstände oder Fruchtstände verfügen. Ich habe hier dafür mal so ein paar Sachen mitgebracht. So, das hier konnte ich unten irgendwie abschneiden. Das hier wurde auch verteilt. So, wir wissen übrigens nicht, was das ist. Vermutlich handelt es sich hier um CBD oder Nutzhanf. Aber jetzt rein hier für die Lehrzwecke. Es ist jetzt kürzlich wahrscheinlich der erste Gesetzeskommentar erschienen zum Konsumcannabisgesetz, Fazak Fabricius. Der vertritt dort die Auffassung, in Anlehnung an die ziemlich widersprüchliche Gesetzesbegründung, ein Steckling ist nur etwas, was nicht in Erde eingepflanzt ist. Das ist ja spannend. Also das hier, damit wäre ich auf jeden Fall safe. Das ist auf jeden Fall ein Steckling, da sind wir uns sicher. Aber Setzling ist interessant, genau, das sagt doch die Gesetzesbegründung. Aber es gibt keinen Setzlingsbegriff im Gesetz. Das ist nicht definiert. Machen wir kurz vorher noch gerade mal was anderes. Wer ist der Meinung, das ist ein Steckling? Und wer ist der Meinung, das ist eine Cannabispflanze? Im rechtlichen Sinne? Okay. So. Gerne die Frage, wenn es gerade passt. Sie haben ja gesagt, dass nur in Erde gepflanzte dazu dann zählen. Wenn man jetzt dann auf Kokos oder auf anderem Substrat dann pflanzt, zählt das dann auch als Erde? Oder? Weil wenn dann wirklich nur Erde drinsteht, dann pflanzt jeder auf was anderem und gut ist. Interessante Idee, wahrscheinlich ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich genau da in Erde gelesen habe oder nur einpflanzt. Ich glaube, daraus können wir den riesen Unterschied nicht machen. Also ich habe gesagt, das stand da in diesem Kommentar. Ich sage nicht, das ist so. Der Punkt ist, wir sind wieder bei der Wortlautgrenze, weil wir müssen uns vergegenwärtigen. Mehr als 3 Pflanzen zu haben, ist eine Straftat.
Das hieße, wenn das kein Steckling ist, sondern eine Cannabispflanze und man hat 4 davon, dann wäre das eine Straftat. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wir haben wieder diese Wortlautgrenze. Straftat, Strafen ist das Schärfste, was der Staat vorsieht. Das schärfste Schwert, wie man juristisch sagt. Deswegen, das muss klar bestimmt sein. Jetzt steht da aber, Stecklinge sind Jungpflanzen oder Sprossteile von Cannabispflanzen. Streichen wir mal das oder. Jungpflanzen, die zur Anzucht von Cannabispflanzen verwendet werden sollen und über keine Blüten oder Fruchtstände verfügen. Als Jurist macht man das dann immer so logisch und so ein bisschen langweilig, Stück für Stück. Erstmal so, ist das eine Jungpflanze? Wir müssen jetzt natürlich diese Frage Steckling-Pflanze daraus jetzt erstmal rauslösen. Also geht es wahrscheinlich darum, einfach, kann man die als jung bezeichnen? Die Genetisch beziehungsweise vom ersten, sag ich mal, Samen her ist die jetzt mindestens ein halbes Jahr alt. Ja. Ja. Ja, jetzt müssen wir natürlich gucken, das ist wahrscheinlich so ein Wertungszusammenhang. Richtig, man kann, gemeint ist ziemlich klar, was würde auch der normale Normunterworfene verstehen? Naja, es geht irgendwie um kleine Pflanzen, die noch nicht groß sind. Wo ist da die Grenze? Ist schwierig. Aber ich sag ganz klar, wenn es jetzt um die Größe, ums Alter geht, dann ist das eine Jungpflanze. Fällt grundsätzlich mal darunter. Das ist keine Altpflanze, Mutterpflanze oder so etwas. So, ja, wenn ich die wachsen lassen will, wie man auch immer das auslegt, aber das passt auch, kann zur Anzucht von Cannabispflanzen verwendet werden und keine Blüten oder Fruchtstände. Ist alles erfüllt. Danach ist das ein Steckling. Ob das botanisch dann einer ist, ist eine andere Frage. Aber das Gesetz und die Juristen, die definieren sich das ja selber. Und wenn das Gesetz sagt, das ist ein Steckling, dann kann ich mit bestem Recht sagen, ich darf mich darauf verlassen und werde jetzt nicht bestraft, weil der Gesetzgeber sich geirrt hat und eigentlich was ganz anderes gemeint hat, als da steht. Deswegen sind nach meiner Auffassung das hier beides Stecklinge. Ja. Es steht ja auch Sprossteile da. Wenn man jetzt einen Steckling abschneidet, den dann richtig groß werden lässt und dann wieder die Stecklinge davon schneidet, dann ist es ja immer noch ein Sprossteil, weil es ja von der ursprünglichen Pflanze ist, dann gilt es ja dauerhaft als Steckling, obwohl man ganz viele von denen hat. Theoretisch als Auslegungssache. Das hört sich nach einer stringenten Argumentation an. Ja, die meisten nehmen ja die Mutterpflanze, lassen die wachsen und schneiden nur die Mutterpflanze, aber niemals die Stecklinge von der Mutterpflanze. So gesehen. Hört sich gut an, würde ich sagen. Das passt. Ganz schwer wäre natürlich die Frage, also wir wissen hier schon mal insofern, sobald eine Pflanze Blüten oder Fruchtstände hat, ist es kein Steckling. Jetzt kann man sich noch fragen, was ist mit einer Pflanze, die das zwar nicht hat, aber die so ist. Ich züchte eine Mutterpflanze und gucke, dass die nicht blüht, zum Beispiel um Stecklinge zu produzieren. Ist das dann ein Steckling? Ja, irgendwann hört es auf. Vor allem Jungpflanze. Sorry, das ist eigentlich. Ist das dann eine Jungpflanze? Naja. Nee. Auch nee. Vielleicht. Und Unklarheiten gehen im Zweifel zu Lasten des Staates, der einem dann nachweisen müsste, erstmal unter den Wortlaut fällt das. Und auch, man muss einen entsprechenden Vorsatz gehabt haben. Man muss zwar kein Botaniker sein, aber man muss immerhin nachvollzogen haben für ein vorsätzliches Handeln oder das wirklich für möglich halten, dass ich jetzt eine große Pflanze habe. Also das muss auch erstmal nachgewiesen werden. Ja? Moment. Achso. Jetzt kann ich mir ungefähr vorstellen, was ein Steckling alles sein kann, nämlich relativ viel im Zweifelsfalle. Ab wann ist er denn ein Setzling? Und wie ist der definiert? Und wie groß darf der sein? Das hört sich also für mich als Otto-Normalverbraucher mit einem halbbotanischen Gartenwissen, denke ich beim Setzling auch, der ist nicht einen halben Meter groß. Aber offensichtlich kann ein Steckling das auch sein. Ich kann mich jetzt da geschickt aus der Affäre ziehen. Der Begriff Setzling steht im Gesetz nicht drin. Der ist nicht definiert. Deswegen kann ich sagen, ja, juristisch ist das vielleicht völlig egal. Das ist eine Frage für Botaniker. Es ist nicht ganz so leicht. In der Gesetzesbegründung steht ja was in der Richtung. Deswegen sagt dieser andere Gesetzeskommentar auch, also da steht, in der Gesetzesbegründung steht, mit dem Einpflanzen wird der Steckling zum Setzling. Aber der Satz steht da so einfach auf weiter Flur. Es steht nicht, was jetzt ein Setzling ist.
ist damit gemeint, das ist eine Cannabispflanze und damit strafbar? Das wissen wir nicht. Und es steht vor allem nicht im Gesetz drin. Und das ist eben schon das Wichtige. Deswegen ganz klar, vor allem was das Strafrecht, aber auch das Bußgeldrecht angeht, hiervon darf man mehr haben als drei. Trete ich ganz klar. Möchte man vielleicht ja auch machen, um mehr, um die Besten auszuwählen. Sowas dürfte man dann auch weitergeben, wenn es nur ein Steckling ist und keine Cannabispflanze. Muss natürlich aufpassen. Irgendwann ist es eine Cannabispflanze und dann hat man ein Problem. Strafbarkeit. Ja, gerne. Wie sieht es denn jetzt aus? Ich weiß nicht, ob du da noch drauf zu sprechen kommst mit Pflanzen aus Samen. Wir reden gerade die ganze Zeit von Schneiden und Abschneiden. Mhm. Wie viele... So, was hier Schönes, was ich hier bekommen habe. Oh, die sehen ja toll aus. Wie sieht es denn aus? Wie viele Samen darf ich in die Erde werfen letzten Endes? Ist auch eine gute Frage. Wie viele Samen darf man in die Erde werfen? Also wir haben wieder die Begriffe, okay, Samen erstmal sind Vermehrungsmaterial, dessen Besitz ist erstmal nicht begrenzt. So, das ist ein interessanter Gedanke. Vor allem, nehmen wir an, jetzt keimt der Samen. Was ist denn das dann? Nach der Definition Nummer 6 könnte es ein Steckling sein. Ist botanisch wahrscheinlich kompletter Kokolores. Aber eine Jungpflanze, wenn sie nicht zu alt ist, wird zur Anzucht verwendet über keine Blüten- oder Fruchtstände. Ich würde sagen, man hat da jedenfalls ein Argument. Aber ja, ist ein interessanter Gedanke auch, ob man da sagt, weil das wäre natürlich schon irgendwie, ja, schwierig. Ja, haben wir auch wieder nicht im Gesetz drin. Weil nur das ist interessant, weil nur Vermehrungsmaterial ist kein Cannabis und Vermehrungsmaterial sind Samen und Stecklinge. So formal ist es. Ja? Bitte das Mikro einmal, bitte nach hinten. Wegen der Definition von Steckling und Setzling. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe mal gehört, wenn man einen Steckling hat, dann steckt man das ja in die Erde. Also das muss einen Stiel haben. Und Setzling, das setzt man in die Erde. Also ist alles aus Samen oder größer eingesetzte Stecklinge, die durchgewurzelt sind, dann werden es zum Setzling, aber ohne Garantie. Das ist sicherlich eine botanisch sehr sinnvolle Logik, die auch viel stringenter ist als das, was uns der Gesetzgeber hier produziert hat. Aber stimmt, bin ich so noch gar nicht drauf gekommen, finde ich spannend. So gesehen kann man gut argumentieren, wenn man mit dem Samen was einpflanzt, dann wird daraus ein Steckling nach dem Gesetz. Ist noch Vermehrungsmaterial, bis es keine Jungpflanze mehr ist, wegen einer gewissen Größe, Alter oder Blüten oder Fruchtstände entwickelt. Bleibt offen, das zu klären. So, gehen wir mal zum nächsten Thema. Wo darf ein angebaut werden? In der Wohnung. Im Haus, Garten, Balkon. Also alles, was man, ja, was wirklich zur Wohnung, es gibt auch noch den Begriff gewöhnlichen Aufenthaltsort, aber ja, das ist nur, wenn man keinen Wohnsitz hat. So, interessant ist eben eher, was gehört alles hier so dazu? Ja, all das, was ich hier da gesagt habe, was auch Teil, wenn man jetzt Wohnungsmieter ist, all die Fläche, die man da zur Nutzung zur Verfügung hat, wenn man ein Haus hat, alles, was zum Grundstück grundsätzlich gehört, Garten, Balkon. Und zwar auch dann, wenn sich die Wohnung oder ein Teil davon innerhalb so einer Verbotszone befindet. Also jetzt eine Schule irgendwie in der Nähe ist. Selbst wenn der Balkon zum Schulhof irgendwie rausragt. Da gibt es meiner Ansicht nach keine Rechtsmöglichkeit zu verbieten, dort auf dem Balkon anzubauen. Es gibt die allgemeine Pflicht zur nachbarlichen Rücksichtnahme. Das ist aber nichts irgendwie, was jetzt durch das Konsum-Cannabis-Gesetz besonders ist oder besonders geregelt wurde. Man darf nie irgendwelche zu belästigenden, ja, ortsunüblichen Emissionen, Gerüche, Gestänker, andere Einwirkungen so, ja, produzieren, dass Nachbarn sich belästigt fühlen und ja, das auch hinreichend objektiviert ist. Da muss man also aufpassen. Gucken Sie nicht, dass Sie da in Ärger mit Ihrem Nachbarn irgendwie kommen, wenn was angebaut wird. Eventuell, wenn es um Indoor- oder Gewächshausanbau geht, irgendwie Abluftanlagen könnten sich empfehlen und draußen, ja, spricht man sich dann am besten ab mit einem Nachbarn, dass das irgendwie okay ist. Ja? Also
eingezäunt. Danke. Der großväterliche Balkon muss jetzt also eingezäunt werden, damit das Enkelkind die Pflanzen nicht sehen kann? Oder wie wird das gehandhabt? Sehen darf das Kind eigentlich. Es darf keinen Zugriff haben. Also Schutzmaßnahmen. Hm. Also wenn das Enkelkind das sieht, aber nicht hin kann, ist das okay. Aber ja. Ja, genau. Also verschlossen, Gewächshaus, Growboxen, sowieso nicht. Dritte dürfen keinen Zugriff haben. Insbesondere geht es natürlich um Minderjährige. Was eben auch zu betonen ist, das ist ja ein ganz klares Anliegen des Gesetzes, was auch richtig und gut ist, weil es ja einfach viele Gefahren gibt auf die Gehirnentwicklung, auch noch über das 18. Lebensjahr hinaus. Aber je jünger jemand Cannabis konsumiert, desto gefährlicher ist es. Und das ist das Hauptanliegen. Ja, und da kommen wir später noch zu den Konsumverboten. Ja? Dürfen Kleingartenvereine das verbieten? Darf ein Kleingartenverein? Ein Kleingartenverein, darf der das verbieten, den Anbau? Ja, also, und man muss sogar eigentlich sagen, also das kann er. Das kann sowieso erstmal jeder, der ein Hausrecht irgendwie ausübt. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel nicht in der Konsumverbotszone aufhält, ist es ja auch denkbar, dass man draußen im Straßencafé Cannabis konsumieren darf. Nicht, wenn der Cafébesitzer sagt, das machen wir hier nicht. So darf das auch ein Kleingartenverein oder dann jedenfalls in der Satzung zum Beispiel darf das da geregelt werden. Streng genommen brauchen wir das noch nicht mal, weil man darf nur an seiner Wohnung Cannabis anbauen. Man darf lebende Pflanzen eigentlich nur in seiner Wohnung haben. Oh Gott, wenn das keine CBD-Pflanze wäre und kein Steckling, darf ich die eigentlich auch schon nicht haben. Weil ich wohne ja hier nicht. Aber das ist die Lösung eigentlich für die Kleingartensache. So sagt das auch, ich glaube, das Bundesgesundheitsministerium. Dass allein deswegen es schon nur in Ausnahmefällen eigentlich im Kleingartenverein denkbar wäre, legal anzubauen, wenn man dort wohnt. Das macht man in der Regel nicht. Ja, gerne. Ist es nicht ungerecht, wenn man eine kleine Wohnung hat und Kinder und keine Möglichkeit hat, in seiner Wohnung anzubauen? Und man könnte ja dann quasi sein Zelt bei einem Freund in der Wohnung unterstellen. Also man ist ja benachteiligt eigentlich nur, wenn man eine kleine Wohnung hat oder Kinder hat. Geht das nicht gegen die Grundrechte irgendwie? Darf ja jeder drei Pflanzen haben. Also die erste Antwort ist ganz klar, es ist ungerecht. Wie leider vieles ungerecht ist, wenn man über weniger... Sagen wir es mal so, es geht nicht, man muss natürlich gucken, auch ungerecht von wem, für wen. Man hat weniger Möglichkeiten, klar. Oh, da ein Sturz hier. Man legt das zum Beispiel mit den Minderjährigen, was dann Konsum auch angeht, so aus, wenn man jetzt zum Beispiel mit Kindern in einer Wohnung, in einem Haus wohnt, dann darf man jedenfalls nicht da konsumieren im gleichen Zimmer. So ist sicherlich eine sinnvolle Auslegung. Ob man jetzt, vielleicht so aus dem Fenster raushalten oder so, hätte man einen Fall, könnte man argumentieren. Aber ja, man hat grundsätzlich Nachteile und bei einem Freund anbauen geht halt eigentlich nicht. Der darf in seiner Wohnung anbauen. Man darf jetzt nicht in der Wohnung von einem Freund anbauen. Und Pflanzen müssen auch korrekterweise, hätte ich später auch noch was dazu gesagt, genau zugeordnet werden. Wenn wir jetzt eine Wohngemeinschaft haben, wir haben dann Raum mit irgendwie 10 Pflanzen, auch wenn da 4 WG-Partner sind, und es kommt aus irgendeinem Grund zu der Durchsuchung oder so, dann haben wir ein Problem. Weil wenn das nicht klar zuordnenbar ist, wem das gehört, dann sind das erstmal 10 Pflanzen. Man kann sich jetzt nicht drauf verlassen, die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Gerichte teilen das dann einfach mal so auf, dass das schon zulässig ist. Vielleicht gehört es ja auch einem nicht, also das sollte man schon klar haben. Und ja, das ist halt das Problem. Sie sollten aber nicht Pflanzen, die auf sie beschriftet zugelassen sind, in der Wohnung von einem Freund haben. Denn dann dürfen sie nicht anbauen. Haben vielleicht sogar Cannabis weitergegeben. Auch schlecht. Man würde vielleicht nicht so sauer sein, wenn man Kinder hat und sagt, ja, soll meine Kleine. Das könnte sein. Aber ja.
Man muss aufpassen. Ach genau, dann auch hier hatte ich nur mal hier, kamen wir direkt, Cannabispflanzen und Cannabisvorräte beschriften. Ja, ist anzuraten. Da gibt es sonst so ganz komische juristische Konstruktionen wie 2 WG-Partner, 6 Pflanzen. Wenn es klar zuordnenbar ist, da stehen 3 Namensschilder drauf für WG-Partner 1 und für den zweiten. Die anderen, dann ist das klar. Wenn das nicht ist, dann könnte man sagen, beide besitzen gemeinsam 6 Pflanzen. Das dürfen beide nicht. Das sind so eher theoretische Konstrukte, aber das Problem ist, für Besitz muss was klar zuordnenbar sein. Das kann man juristisch nur raten, empfehlen. Okay, dann kommen wir zu einem weiteren spannenden Thema. Vernichtung von Cannabis. Hatten wir auch hier heute Morgen bei den Vorträgen schon auch als großes Problem erkannt. Ja, vor allem, was ist mit überschüssigen Cannabis, Ernteüberschüssen. Das Gesetz schweigt sich dazu aus. Wir wissen nur nach diesen Straf- und Bußgeldvorschriften, wie viel darf ich haben. Okay, daraus folgt ganz messerscharf logisch, mehr nicht. Das heißt, okay, wenn ich jetzt mehr irgendwie ernte, ja, es wäre unverhältnismäßig und ein Zeitlupenstrafrecht, wenn man jetzt direkt strafbar wäre. Aber man muss sich darum kümmern und das, was man mehr hat, schleunigst aus seinem Besitz bringen. Wenn man das sofort macht, wird einem auch keiner da irgendetwas sagen oder können. Aber wie mache ich denn das eigentlich? Okay, verbrennen. Ja, wenn ich das kann, ist das sicherlich eine Möglichkeit. Aber was ist denn dann in der kleinen Wohnung? Hui, vielleicht habe ich noch nicht mal einen Balkon. Verbrennen? Schwierig. Habe ich so hier 30 Gramm Ernteüberschuss. Mache ich mal so ein kleines Feuer in der Wohnung? Naja, schlecht. Also ist schon so eine Sache. Darf man das haben? Draußen verbrennen? Aufpassen, mehr als 25 Gramm dürfen sie gar nicht transportieren. Müssen sie eigentlich zweimal rausgehen und... Kann man jedenfalls noch argumentieren. Ich wollte mich ja an das Gesetz halten, deswegen konnte ich das, was zurückgeblieben ist, nicht sofort vernichten. Naja, problematisch. Wenn man ein Haus, einen Garten hat und das verbrennt, ja, geht das natürlich. Ich kann es wegwerfen. Okay. Wohin denn? Wohin? Was war die Aussage? Auf dem Nachbarbalkon. Ja. Ja. Wir sind da gespickt mit so ganz schwierigen Strafvorschriften. Hier gibt's sowas, das nennt sich sonstiges in Verkehr bringen. Das ist auch strafbar. Also es gibt auch noch das Weitergeben von Cannabis. Könnte irgendwie beides sein. Ja, also sogar fahrlässig. Wer Cannabis in Verkehr bringt, zum Beispiel wer hier draußen, wer irgendwie Cannabis hier wegwirft auf dem Boden, der bringt Cannabis sonst in Verkehr, denn der sorgt für eine ernsthafte Möglichkeit, dass der Verkehr andere Menschen Cannabis bekommen. Das ist eine Straftat. Ich darf es nicht direkt weitergeben und auch nicht hier über so ein paar indirekte Umwege. Das heißt, ja, gar nicht so leicht mit dem Wegwerfen. Also jedenfalls nicht einfach mal so hinwerfen. Was ist mit dem öffentlichen Mülleimer? Da würde ich sagen, das ist okay. Da muss man nicht damit rechnen, dass jemand unbedingt im Müll sucht. Muss man es vielleicht noch einpacken, damit es nicht riecht? Fragen über Fragen. Interessant ist auch, habe ich es vielleicht schon weggeworfen? Also ich habe hier so eine Wohnung, die ist klein, vielleicht in einem höheren Haus. Ich habe vielleicht auch keinen Balkon. Naja, ich schmeiße in meinen Müll. Bitte? Neuer Mülleimer. Ja. Also praktisch, diese Idee gab es ja schon ein paar Mal. Vielleicht könnte das was bringen. Wenn wir jetzt uns mal rechtlich hier richtig dem so widmen. Naja, das liegt so daran, was ist eigentlich Besitz? Ja, zivilrechtlich so die tatsächliche Zugriffsmöglichkeit auf etwas zu haben. Auch so nach der Verkehrsanschauung. Wem ordne ich was zu? Besitze ich meinen eigenen Müll in meinem Mülleimer? Ja, wahrscheinlich schon, ja. In der Regel will ich das nicht mehr, aber vielleicht habe ich auch was zu viel weggeworfen und ich habe die Zugriffsmöglichkeit. Das ist mein Müll. Deswegen, streng genommen, einfach in den Mülleimer werfen, ich bin es wahrscheinlich nicht losgeworden, ja? Jetzt habe ich eine ganz lustige Trickserei. Ich mache eine Mülldeponie auf.
Und zwar, ich mache eine Mülldeponie auf, da wo jeder seinen, sag ich mal, Abfall wegbringen kann. Das verschließe ich ordnungsgemäß, so briefkastenmäßig. Und warte halt einfach mit der Entsorgung, bis dann die Zeit reif ist. Dann bin ich ja ein Unternehmen. Ich, sag ich mal, ich warte einfach nur mit dem wirklichen Verbrennen. Aber das ist ja mein Recht, dass ich warte. Und die anderen haben das entsorgt. Und mein Gott, dann bekommen die das halt wieder, wenn das Gesetz soweit ist. Das ist ja mit den Brennstäben genauso. Wenn man dann die wieder zurückhaben möchte, könnte man es theoretisch wieder hernehmen. Aber die sind weg vom Fenster und keinen interessiert es mehr. Das ist eine interessante Frage. Also das mit der Trickserei, das wollen wir natürlich hier mal so streichen, weil dann, naja, ist es natürlich dann eher so eine Weitergabe und plötzlich haben sie ganz, ganz viel Cannabis. Natürlich eine interessante Frage. Sind jetzt echt eine Mülldeponie? Jemand bringt das dahin? Kann man dann sagen, ist das dann noch ein Weitergeben oder ein sonstiges in Verkehr bringen? Naja, gut, ich bring's ja zur Mülldeponie. Okay, aber danach haben sie es im Besitz. Ja. Und der Mülldeponie-Verbrennungsplan sieht zufällig vor, dass das in ein paar Jahren anfällt. Interessanter Gedanke, ich lasse den einfach mal so stehen. Ja. Und wenn man dann wieder dieses Rosin draus machen würde, dieses Pressen oder irgendwas, dann hat man ja wieder weniger. Man weiß ja aber nicht, wie viel THC dann wieder drin ist, ne? Wo kann man das dann wieder messen? Naja, jedenfalls nicht mehr als vorher THC. Von daher sind wir doch schon mal nicht schlechter dran. Und wenn man noch unter den 50 Gramm oder bei der Straftat unter den 60 ist, aufpassen, wir sind nicht innerhalb der Wohnung, eigentlich unter 25, 30, ja. So, mal gucken. Was ich aber sagen würde, jetzt haben wir eine Mülltonne, die draußen steht. Wir sind jetzt Mieter in der Wohnung und da gibt es halt draußen so eine Mülltonne, wo alle ihren Müll reinbringen. Und da schmeiße ich jetzt was rein. Also, das Problem, aber auch, ich sag mal, die Lösung ist, dann ist es ja auch wohl wirklich weg. Deswegen würde ich sagen, das ist eine Lösung. Wenn man jetzt einfach was, am besten noch in so einem Sack, in die Mülltonne draußen schmeißt, ja, dann sollte man den Besitz straflos aufgegeben haben. Weil, ja, es ist nicht damit zu rechnen, ohne weiteres, dass jetzt, wenn ich jetzt nicht da noch irgendwelche Schilder dran mache an die Mülltonne, ich habe hier Cannabis weggeworfen, wer es möchte, darf es nehmen. Naja, dann ist wohl nicht damit zu rechnen. Deswegen, aus meiner Sicht, das ist eine Lösung. Das kann man machen. Tja, wenn man jetzt ein Hauseigentümer ist, darf man das dann auch machen? Die Mülltonne, die draußen vor der Tür steht, die ist ja dann schon mir zuordnenbar. Ja, ich würde sagen, auch. Das passt auch noch, würde ich sagen. Und dann können Sie jetzt überlegen, ob Sie zwei Mülltonnen haben und eine ganz saubere und steht vielleicht auch nicht vor dem Haus, sondern irgendwo hinten. Schwierige Fragen. Aber ja, das Problem der Vernichtung ist generell ein ja, ziemlich großes, wo es, ja, da geht es ja auch, also selbst hier bei Clubs, die dann vielleicht Ernteüberschüsse in ganz anderen Mengen haben, selbst im medizinischen Bereich ist das wohl ein richtiges Problem. Da hatte ich heute Morgen ja gelernt, da ist die Empfehlung, bei medizinischem Cannabis, was vernichtet werden muss, oder für eine Apotheke, unter einer Abzugshaube verbrennen. Und dann noch vermischen am besten mit Kaffee oder so etwas. Oder was, oder da hatte jemand die clevere Idee, Katzenstreu. So, also irgendwie, die Idee dahinter ist, hier ist rechtlich nicht falsch. Das so unbrauchbar machen, dass ja, es nicht mehr verwendbar ist. Schwierige Fragen. Ja, gerne. Genau, da im Anschluss erstmal die generelle Frage, spricht irgendwas gegen Biomüll? Weil intuitiv würde ich es ja in den Biomüll tun und ich will ja so viel wie möglich stoffkreislaufmäßig so entsorgen, dass es ökologisch und so weiter Sinn macht. Und dann natürlich die Frage, ich sehe direkt dadurch natürlich, dass ich das im Biomüll entsorgen würde, wenn er nichts dagegen spricht, dass dadurch ja auch, ich sag mal, sehr unappetitliche Kontaminationen entstehen, die das Produkt damit olfaktorisch unbrauchbar machen. Das heißt, das will danach eigentlich keiner mehr rauchen. Aber das Spannende ist ja, es geht ja ums THC. Das heißt, das könnte im Prinzip der Nachbar wieder rausholen und danach Rosin draus machen und verkaufen irgendwo. Das wäre aber dann ein richtiger Skunk. Ja. Würde ich aber mitmachen. Biotonne, ja, also es muss jetzt nicht hier die Restmülltonne sein. Und das entspricht doch eher...
Ach so, ja, nachdem. Das entspricht doch eher auch einer ordnungsgemäßen Kreislaufwirtschaft, wie wir uns sie wünschen, dass überschüssiges Cannabis doch bitte in die Biotonne gehört. So, dann mache ich. Dann, wo sind wir denn hier? Genau, da waren wir schon. Ups. Oh, okay, wir sind schon beim. Ach so, genau, das hatten wir. Oh, jetzt habe ich hier zu lang gedrückt. Genau. Ja, Handel mit Samen und Steckling in Deutschland ist ja im Moment so ein, ja, nicht ganz klar gelöstes Thema. Darf man das? Jein. Also ich sage ja. Es geht am Ende wieder auch um diese Begriffsdefinition, die wir vorher hier schon ein paar Mal haben. Außerdem kann man hierzu auch sagen, es gibt ja einige, die schon Stecklinge verkaufen. Wird auch, also teilweise auch aus dem Ausland oder so. Auch die Frage, darf man Stecklinge versenden? Aber wenn die verkauft werden, kommen die meistens so. Ich war jetzt natürlich ein bisschen gemein, weil ich habe schon zugrunde gelegt. Man könnte ja gerade bestreiten, ist das ein Steckling? Aber diese Teile, die keine Samen sind, kommen meistens in so einer Erde. Auch übrigens ein Argument, warum das ein Steckling ist, weil man auch sagt, okay, es geht auch so um die Verkehrsanschauung. Ist noch alles ziemlich neu, ist es jetzt nicht juristisch vor jeder im Gericht wasserdicht, aber das ist, finde ich, auch ein gutes Argument, dass man sagt, okay. So, der Punkt ist nämlich, Vermehrungsmaterial ist nur sehr, sehr unzureichend überhaupt geregelt im Cannabisgesetz. Es ist zwar das Handeltreiben mit Cannabis verboten, aber wir wissen ja, haben wir jetzt hier gelernt, Vermehrungsmaterial und damit Stecklinge sind kein Cannabis. Es gibt eben Vorschriften, die vor allem regeln, wie da Vermehrungsmaterial durch Cannabis-Clubs weitergegeben werden. Zum Beispiel wie viel, das ist begrenzt. Und es dürfen nur an volljährige Personen weitergegeben werden. Das zeigt auch, ja, das Gesetz ist dann nicht ganz aus einem Guss. Aber für die, die keine Anbauvereinigung sind, hat das Gesetz keine Regelung parat. Das heißt, im Prinzip ist der Handel mit Samen und Stecklingen auch gewerblich durch eine GmbH mit Gewinnerzielungsabsicht zulässig. Und zwar nicht nur, genau, wir haben ja hier noch da drin stehen, genau, ist die Einfuhr von Cannabis-Samen zum Zweck des, oder Samen auch nur, des privaten Eigenanbaus nur aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union erlaubt. Das haben Sie ja vielleicht auch schon gehört. Es gibt einige Firmen, die aus Sicherheitsgründen Samen in Deutschland verkaufen wollten, aber wegen rechtlicher Risiken lieber keine deutsche Firma gegründet haben. Die haben dann in Österreich eine Firma gegründet, um dann nach Deutschland zu verkaufen. Weil man da klar sagen kann, okay, das sagt das Gesetz ganz klar, dass das okay ist. Jetzt versuchen wir nochmal hier wieder logisch zu schließen und es ist ein bisschen gemein versteckt hier auch. Heißt das, dass ich in Deutschland, weil hier steht, die Einfuhr von Cannabis-Samen ist nur aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union erlaubt? Heißt das, ich darf in Deutschland Samen nicht verkaufen? Ja, das wäre zu schnell geschlossen. Wir haben nämlich hier wieder die Einfuhr, die begrifflich sagt, aus einem anderen Staat was einführen. Das heißt, diese Vorschrift sagt eigentlich gar nichts darüber aus, was darf ich in Deutschland verkaufen. Und aus den genannten Gründen, auch gerade hier Strafbarkeit, Bußgeldtatbestände, muss gesetzlich bestimmt sein, wenn man eine Strafe daran knüpfen will. Es gibt keine, aus meiner Sicht keine rechtliche Grundlage, dass der Handel mit Samen und Steckling in Deutschland verboten ist. Auch nicht, wenn es zur Gewinnerzielungsabsicht genutzt wird. Oh. Okay, kommen wir noch, ja, wir haben ja auch schon nur noch 20 Minuten. Kommen wir jetzt noch zum weiteren großen Thema, Konsum von Cannabis. Was haben wir denn da zu beachten? Außer dass Cannabis bekömmlich ist, olfaktorisch, auch brauchbar und die richtige Wirkung haben soll. Also, volljährige Personen dürfen konsumieren. Außer, wenn Konsumverbote nach § 5 gelten. Zum Beispiel diese Abstandsregeln, von denen Sie alle schon gehört haben. Das Gesetz sagt uns dazu, der Konsum von Cannabis, erstmal nehmen wir nur den Absatz 1, in unmittelbarer Gegenwart von Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist verboten. Unabhängig jetzt erstmal von der Zone. Also, nicht wenn Minderjährige dabei sind, darf ich konsumieren. Bei der Wohnung hatten wir das Thema schon, das wird man so auslegen müssen, nicht im gleichen Raum.
Fenster, Grauzone, wird noch gehen vielleicht. Aber weit raushalten und gucken, dass Minderjährige mit was anderem beschäftigt sind am besten. Kinder- und Jugendschutz ist halt schon was ganz Wichtiges. Und klar, es gibt natürlich dann so schwierige Fragen. Was ist, wenn ich jetzt wirklich eine kleine Einraumwohnung habe? Bin ich auf jeden Fall erstmal benachteiligt? Ist halt die Frage, wie sehr kann ich dann gar nicht konsumieren? Vielleicht ist das die Folge, aber ja. So. Ach genau. Bevor wir zu den Konsumverbotszonen kommen, vielleicht auch mal so. Wie kann ich denn das sicherstellen? Was sind denn sonst so Anwendungsfälle? Sagen wir mal, ich sitze irgendwie draußen im Park, bin ich in der Konsumverbotszone. Ja, ich muss schon sehr aufpassen. Im Park, im Straßencafé, am Nachbartisch. Ja, ich muss jetzt nicht genau das Alter abschätzen, aber wenn das klar ist, nicht konsumieren. Es gibt jetzt keine Meta-Angabe oder so. Unmittelbare Gegenwart, sagt das Gesetz. Aber ja, es sollte kein Rauch, kein Qualm irgendwie an Minderjährige kommen. Es sollte nicht irgendwie, sollten nicht in Berührung damit kommen. Also bei einem Straßencafé zum Beispiel, wo es vielleicht, wenn es solche gibt, erlaubt sein sollte, nicht am Nebentisch, vielleicht auch nicht zwei Tische. Muss man gucken. Was ist, wenn Sie auf einer Parkbank sitzen, da ist keiner, Sie rauchen da Ihren Joint und dann kommt ein Minderjähriger vorbei? Schwierige Frage. Ich würde nicht so weit gehen, dass man jetzt aufstehen muss und verschwinden. Aber ja, bitte mit Bedacht weghalten, gucken, dass sowas nicht passiert. Ups, falscher Knopf hier immer. Ja, Konsumverbotszonen, gehen wir mal gerade durch. Wo darf man nicht konsumieren? In gewissen Einrichtungen und in deren Sichtweite. Wie zum Beispiel sind Schulen, Kinderspielplätzen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, öffentlich zugänglichen Sportstätten. Ja, okay, ganz schnell. Wir hatten ja vorhin von dem Balkon, der zur Schule hingerichtet ist. Da darf ich eine Cannabispflanze, drei Cannabispflanzen haben. Aber ich darf dort dann nicht konsumieren oder ist das privater Raum? Wie ist das? Ist das öffentlicher Raum oder privater Raum, wenn das direkt auf so eine Einrichtung zeigt? Abstimmen, wer ist für öffentlichen Raum? Ja, ist der Balkon öffentlicher Raum? Würde ich auch sagen. Ist er nicht. Deswegen, das passt. Nur öffentlicher Konsum ist verboten. Und das wird man gleich auch klar so auslegen müssen. Im privaten Innenbereich der Wohnung, wozu der Balkon gehört, das unterfällt nicht, auch wenn es daneben ist, diesen Verbotszonen. Genau. Ja, in Fußgängerzonen, da haben wir nicht die Sichtweite, dafür eine interessante Zeitbegrenzung, die wir bekommen haben, zwischen 7 und 20 Uhr. Okay, so übliche Ladenöffnungszeiten hatte man im Blick und wollte anscheinend den üblichen Laden, ja, den Leuten, die shoppen gehen, nicht unbedingt zumuten, zwischen, ja, zu viel Cannabisgeruch zu kommen und da zu viel Kontakt mit zu haben. Okay, also muss man bis 20 Uhr warten, dann kann es losgehen in der Fußgängerzone oder man muss richtig früh aufstehen und vor 7 Uhr fertig sein, ist wahrscheinlich keine gute Idee. Oder also vielleicht, wenn man es medizinisch braucht oder so. Und nicht in Anbauvereinigungen. Ja, das hatten wir ja heute auch schon. Sehr, sehr komische Regel. Ja, gerade da in den, deswegen sind es keine Social Clubs, da darf nicht konsumiert werden, was tatsächlich aus dem Gesichtspunkt Kinder- und Jugendschutz sich dann überlegen kann, okay, müssen die Leute zu Hause in ihrer Wohnung konsumieren oder eben draußen? Ist das nicht eigentlich gefährlicher, dass Kinder und Jugendliche, wenn man draußen unterwegs ist, damit in Verbindung kommt, als in Kontakt kommt, als in einer Anbauvereinigung? Sehr fraglich, aber es ist so, das ist eine Konsumverbotszone. Immerhin steht da Sichtweite. Sichtweite heißt, beim Abstand von mehr als 100 Metern ist das nicht mehr gegeben, aber trotzdem Sichtweite. Das heißt unter 100 Metern, aber ich sehe es nicht. Darf ich konsumieren? Ist da ein Haus zwischen? Ist okay. Große Bäume, Büsche, alles Mögliche. Bitte, laut? Drei Cannabisbüsche. Ja, also man darf es auf jeden Fall nicht sehen. Kann man sich jetzt überlegen, dürfte man so kleine in irgendwelchen
ja, Großstädten, wo vielleicht mit Verbotszonen alles zugepflastert ist, dürfte man vielleicht so kleine, also die Stadt müsste es wahrscheinlich tun, Häuschen errichten, die abgeschottet sind, wo man da drin konsumieren dürfte? Eigentlich ja. Wenn die Stadt sich darauf einlässt. Warum haben wir denn so ein Problem? Sowas haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Das hier ist von der Bubatz-Karte. So, das hier ist das Stadtgebiet Berlin und diese ja hellorangenen sind die Verbotszonen. Rein jetzt nach 100 Meter Abständen. Sehen? Da wird's eng. Können Sie als Privatperson meine Wohnung fremden Leuten zugänglich machen, dass sie da drin rauchen können? Für eine Gebühr von, weiß nicht. Gebühr? Wie viel würden Sie nehmen? Spendenbasis. Spendenbasis. Interessante Frage. Bitte? Okay. Also hinten in meiner Wohnung der Fußgängerzone dürfen die dann aus dem Fenster raus. Ist auf jeden Fall schon mal richtig gedacht, was aus der Wohnung aus dem Fenster ist. Ist erstmal Bereich der Wohnung, okay. Interessant, und das gegen. Mir fällt jedenfalls nicht direkt was ein, warum das nicht ginge. Also, interessantes Geschäftsmodell. Ja, ja, interessante Geschichte. Also ja, so kann man sich ja auch überlegen, so man auch vielleicht bei den Anbauvereinigungen oder so, es ist ja schon möglich, ich mache jetzt hier was auf, einen Laden, wo konsumiert werden darf. Ich gucke halt, dass da keine Minderjährigen reinkommen, aber das geht. Ich könnte im Prinzip auch unter einer Anbauvereinigung darüber, daneben einen anderen Club zum Konsumieren wohl aufmachen. Wenn keine Sichtweite darf gegeben sein. Aber wenn das nicht das befriedete Besitztum der Anbauvereinigung ist und dort der Zugang nur für Volljährige gesichert ist, solche Möglichkeiten gibt es, würde ich sagen. So, wenn wir dagegen verstoßen, zum Beispiel hier unmittelbare Nähe zu Minderjährigen, dagegen konsumiert wird, machen wir gleich. Ich muss mal gucken, dass wir hier noch durchkommen. 300 bis 1000 Euro sagt Nordrhein-Westfalen, Bayern sagt 1000. So, ja, will man nicht, okay, sollte man auch wirklich nicht tun, dieses kann ich nur sagen, dieser Aspekt Kinder- und Jugendschutz ist wirklich ernst zu nehmen und auch eine richtige Kehrseite des genannten Paradigmenwechsels, dass man da aufpassen sollte. Ich gehe gerade nochmal das hier durch, so bei Verstoß gegen Konsum in der Verbotszone oder solche Verbotszeiten in Nordrhein-Westfalen 50 bis 500 Euro, Bayern 500 Euro, ja, will man da nicht. Vielleicht nochmal gerade für medizinische Cannabis, also für Patienten, die medizinisches Cannabis konsumieren. Da hat sich was zum Schlechteren verändert. Es gibt also erstmal das Konsumieren von medizinischem Cannabis ist nicht durch das Konsum-Cannabis-Gesetz geregelt, sondern durchs Medizinal-Cannabis-Gesetz. Jetzt haben wir aber hier im 24, was stehen, Kinder- und Jugendschutz im öffentlichen Raum. 5 Absatz 2 des Konsum-Cannabis-Gesetzes gilt entsprechend für den öffentlichen Konsum von Cannabis zu medizinischen Zwecken mittels Inhalation. Okay, das heißt, die Regeln gelten doch für medizinische Cannabisnutzer mittels Inhalation. Also rauchen, inhalieren durch einen Vaporisator. Aber, wenn man jetzt genau aufgepasst hat, nur der Absatz 2. Nur in den Verbotszonen darf man nicht konsumieren. Man darf danach, Absatz 1 ist nicht verwiesen. Das heißt, ist vielleicht auch eine richtige Wertung des Gesetzes. Wenn ich medizinischer Patient bin, ist es mir nicht verboten, in der Nähe von Minderjährigen zu konsumieren. Kann jedenfalls helfen, wenn ich darauf angewiesen bin, vielleicht starker Schmerzpatient bin, ich habe eine kleine Wohnung und hätte sonst hier das Problem, ich wohne da mit Kindern, darf ich dann auch meine Medizin nicht nehmen? Doch, das darf man. Kleine Sache am Rande, die ich auch noch aufgeschnappt hatte. Eigentlich müsste dann ein Bußgeld auch im Medizinal-Cannabis-Gesetz angeordnet werden, wenn man dagegen verstößt. Das ist aber nicht der Fall. Also es könnte sein, dass das so eine ungewollte Regelungslücke ist. Man darf es zwar nicht als Patient innerhalb der Verbotszone konsumieren, aber man kriegt vielleicht trotzdem kein Bußgeld, weil das im Medizinal-Cannabis-Gesetz wohl stehen müsste. Kann man sich jetzt juristisch fragen, ob das vom Konsum-Cannabis-Gesetz auch gilt. So, wir sind noch nicht fertig. So,
Ich gehe das einfach mal kurz hier nochmal durch und dann kommen wir vielleicht noch zu ein, zwei Fragen. Ich habe die Fragen jetzt ja hier mehr so zwischendrin eingestreut. Ein paar Tipps nochmal hier zum Ende zum Verhalten gegenüber der Polizei. Das Wichtigste ist, Schweigen ist Gold. Machen Sie keine Aussage, wenn Sie kontrolliert werden. Und keine Aussage heißt keine Aussage, außer wer Sie sind. Punkt. So. Auch nichts, keine Fangfragen. Wie oft konsumiert man? Wo hat man irgendwas her? Nein. Es kann im Prinzip nichts bringen. Und denken Sie auch nicht, wenn ich hier irgendwie lüge, wird das irgendwie zu meinem Nachteil ausgelegt oder so. Natürlich hat man, man kann natürlich als Mensch ein Bedürfnis haben, nicht zu lügen und dass man das nicht will. Aber, und sagen Sie auch, machen Sie keine Aussage. Haben Sie im Strafverfahren immer das Recht dazu, aber auch sonst. So. Als Zeuge theoretisch müsste man aussagen, aber kann man auch drüber reden, ob man das jetzt sofort gegenüber einer Polizei muss. Es gab mal hier, was durch die Presse ging, sowas. Kann man als Zeuge vernommen werden, wenn man mit Cannabis erwischt wird? Weil die Konstruktion war die, man gerade am Anfang hier im April oder so wohl angenommen hat, ich habe das Cannabis ja wahrscheinlich wohl gekauft. Das darf ich nicht. Und vor allem darf der es nicht verkaufen. Damit begeht der Dealer eine Straftat. Und ich bin jetzt vielleicht Zeuge in einem gedachten Verfahren gegen den Dealer und muss dann vielleicht aussagen, weil als Zeuge in einem Verfahren muss ich das schon. Der Punkt ist nur, solange alles darauf beruht, man hat hier einfach Cannabis, gibt es keinerlei Grundlage für irgend so ein gedachtes Verfahren gegen irgendeinen gedachten Verkäufer. Solange man sich innerhalb dieser Besitzgrenzen bewegt, darf man es besitzen. Punkt. Egal, wo man es her hat, das ist der Witz daran. Es kann ja auch immer aus privatem Eigenanbau stammen, aber müssen Sie auch nicht begründen, müssen Sie nicht sagen. Solange Sie innerhalb der Besitzgrenzen sind, alles gut. Keine Aussage machen, fertig. Würde ich einfach so empfehlen. Generell stets höflich, aber bestimmt bleiben. Auch Polizisten machen nur ihren Job. Es gibt freundlichere, es gibt weniger freundliche, aber es ist gut, dass wir eine Polizei haben, die auch die Gesetze einhält. Das brauchen wir alle. Bleiben Sie höflich, aber wahren Sie Ihre Rechte, machen Sie keine Aussage. Und hier nochmal zum Beispiel dazu. Das Einzige, was durch was mal durch die Presse gegeistert ist, passieren kann, dass jetzt ein gedachtes Verfahren gegen einen Dealer, wenn Sie zugeben, ich habe das wohl gekauft, dann wären Sie dabei. Dann wären Sie auch wirklich Zeuge. Also im Prinzip könnte man sich damit nur selbst reinreiten. Ich mache nochmal gerade hier das, hat jetzt mehr mit Straßenverkehr zu tun, aber bei Straßenverkehrskontrollen kann man direkt nochmal hinzufügen, keine Urintests durchführen. Die sind rein freiwillig, auch wenn noch so angedroht wird, dass sonst eine Blutprobe stattfindet, findet manchmal dann auch nicht statt. Ja, wenn eine Blutprobe wirklich angeordnet wird, muss man die machen und auch kooperieren. Weil man sagt da, okay, man muss nur etwas dulden, nämlich dann einen Arm hinhalten, aber man kann nicht zu so einer aktiven Handlung wie urinieren gezwungen werden. Auch übrigens nicht in ein Atemalkoholgerät zu pusten. Ja, wenn Sie wirklich wissen, Sie haben das letzte halbe Jahr keinerlei Cannabis irgendwie zu sich genommen, kann man einen Urintest wahrscheinlich machen. Der Punkt ist nur, im Urin werden die COOH, die Abbauwerte gemessen, die auch noch deutlich länger da sind. Und wenn da nur irgendetwas auch nur entfernt problematisch sein könnte, tut man sich keinen Gefallen damit. Und es ist eine freiwillige Geschichte. Ja, die Polizei bräuchte, wenn Sie jetzt die zu einer Blutprobe mitnehmen wollen, irgendwie einen konkreten Verdacht. Das kann auch rein, ich sag mal, eine Einschätzung sein, die, ich will nicht sagen, aus der Luft gegriffen ist. Die meisten Polizisten machen ihre Arbeit wirklich gut, aber ich sag mal, Auslegungssachen sind. Auch mal sehr gerötete Augen, die auch auf ganz anderes hinweisen können, kann dem einen oder anderen Polizisten reichen, dass ein Bluttest angeordnet wird. Ja, aber sowas, jedenfalls zu dieser Einschätzung muss die Polizei dann auch kommen. Es ist jetzt kein Automatismus, weil man jetzt keinen Urintest durchführt, muss man zu einer Blutprobe. So funktioniert das rechtlich nämlich nicht. Im Grundsatz gilt das auch für so weitere Tests, die vielleicht mal gemacht werden. Balancieren, auf einem Bein stehen, rückwärts laufen. Es ist auch so, Sie müssen nicht mitmachen und gerade wenn was problematisch ist, Sie liefern im Zweifel Beweise gegen sich selber. Grundsätzlich kann ich abraten davon.
Man kann immer sagen, wenn alles ganz, ganz unproblematisch ist, kann man das machen. Aber andersrum eben auch, wir gehen nicht nach dem Grundsatz, wer etwas zu verbergen hat, ist schon schuldig. Wir sind hier keine Untertanen, sondern Bürger mit Rechten. Und man muss Sachen, die nicht gesetzlich bestimmt sind, eben auch einfach nicht machen. Und das ist auch vom Prinzip zu empfehlen. So, jetzt haben wir hier, ja, eigentlich jetzt gehe ich nochmal durch, damit ich noch, ach, wir haben eigentlich eh auch keine Zeit mehr für Fragen. Ich gehe das mal ganz schnell durch, dann können wir noch ein paar Fragen nehmen. Bei medizinischem Cannabis gelten nicht die Besitzgrenzen des Konsum-Cannabis-Gesetzes. Wenn der Arzt mir mehr verschreibt, darf ich mehr haben. Wahrscheinlich dürfte man strafrechtlich sogar zusätzlich zu seinem medizinischen Vorrat noch das des Konsum-Cannabis-Gesetzes haben. Ich würde aber davon, das ist rechtlich sehr problematisch, gerade führerscheinrechtlich, das mache ich ja ziemlich viel, hat man als Patient durchaus Privilegien. Es gelten nämlich keine Grenzwerte im Blut fürs Fahren, auch nicht der neue 3,5 Nanogramm THC-Wert. Diese ganze Privilegierung droht man zu verlieren, wenn man noch weiteres Cannabis hat, besitzt oder Mitglied in einem Club ist. Deswegen kann man da nur abraten. Und grundsätzlich für alles, was ich nur als Patient machen darf, wie mehr Cannabis dabei haben, fahren mit höheren Grenzwerten, sollte man ein aktuelles Rezept dabei haben. Und Eigenverantwortung sowieso immer walten lassen, nie fahren, wenn man sich nicht fit fühlt oder das nicht kann. Die Sicherheit des Straßenverkehrs ist eben was ganz Wichtiges, was immer zu beachten ist. Trotzdem sollten auch keine Cannabis-Patienten, Konsumenten irgendwie zu Unrecht verfolgt werden oder gegängelt werden. Das wissen Sie wahrscheinlich schon. Es gibt Amnestieregeln, ich gehe da nur kurz hier durch. In laufenden Strafverfahren wird schon allein durch das Strafgesetzbuch, durch die Gesetzesänderung, Milderung, sind schon jetzt die besseren Regeln, die milderen anzuwenden. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber gesagt, auch noch nicht vollstreckte Strafen, die aber rechtskräftig abgeschlossen waren, die sind auch nicht mehr zu vollstrecken. Und auch rechtskräftige verhängte Strafen können aus dem Bundeszentralregister getilgt werden, im Zweifel durch einen Antrag bei der Staatsanwaltschaft. Das sind mögliche aktuelle Entwicklungen. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so mein Thema. Ich komme mal einmal zurück. Willst du fotografieren? Ja, gerne. Wir kommen einfach jetzt gleich direkt noch hier zu den Fragen. Soweit, wenn noch jemand fotografieren möchte, so, damit wäre ich grundsätzlich durch. Weitere Fragen? Eigentlich ein aktuelles Rezept, wenn es jetzt 2 Monate alt ist. Ich bin vorhin über den Begriff Schule gestolpert. Ist es denn auf jeden Fall die Definition einer Schule, dass sie immer für Kinder ist? Was wäre denn mit einer Jagdschule oder einer Schule für Tantra-Massage? Sehr interessante und gute Frage. Also vom Wortlaut muss man sagen, es ist wohl eine Schule. Das ist eine interessante Frage. Man müsste jetzt aber sagen, okay, nach Sinn und Zweck geht es ja bei all diesen Orten, außer den Anbauvereinigungen, aber größtenteils schon um Orte, wo sich typischerweise Kinder und Jugendliche aufhalten. Ja, und jedenfalls, wenn wir jetzt eine Schule haben, die auch wirklich nur Erwachsenen offen steht, das müsste schon gewährleistet werden hier. Also wenn da auch ein paar Minderjährige mal dabei sein können, selbst wenn es nur wenige ist. Also wir wären jetzt nämlich hier schon in so einem Bereich, wo wir wieder sagen müssen, teleologische Reduktion. Der Wortlaut sagt eigentlich erstmal Schule. Und eine Schule in einer beruflichen Weise für Erwachsene, aber auch hier für Tantra-Massagen, könnte eine Schule sein. Das wäre wohl erstmal der Ausgangspunkt. Aber man könnte schon drüber nachdenken, das ist hier nicht gemeint. Wenn man klar abgrenzen kann, hier ist der Gesetzeszweck nicht erfüllt. Ist ein interessantes Argument, würde ich sagen, kann man so vertreten. Weitere Fragen? Und zwar, weil man ja 25 Gramm haben darf, egal woher die kommen, in Anführungsstrichen, dann kann ich ja ins Ausland, sag ich mal, fahren. Und wenn ich dann hinter der Grenze bin, dann bin ich ja wieder in Deutschland und dann ist ja schon direkt wieder egal, woher das kommt. Die können ja nicht nachweisen, woher das kommt. Also Sie holen jetzt ich einen Meter drüber bin. Also aus dem Ausland holen Sie jetzt Cannabis? Also ich nicht, aber theoretisch.
Das Problem ist nur, das steht, habe ich jetzt nur nicht hier drin, die Einfuhr von Cannabis ist verboten. Genau, aber wenn Sie das dann nicht direkt sehen, weil das müssen Sie ja sehen und beweisen. Ja, weil wenn das stimmt. Das ist ähnlich wie bei der Keksherstellung oder so. Genau, wenn weil Sie wenn dann ich das in Deutschland dann irgendwie in der Tasche sind, hab, dann kann ich das ja auch einfach 5 Sekunden vorher erst bekommen. Ja, genau. Ahnung, also richtig, wenn Sie jetzt nicht so auf einem Reiseweg sind, dass wirklich klar ist, Sie konnten jetzt gar nicht anhalten oder so, so nach der ersten, ja, also okay. Die Einfuhr ist verboten, der Besitz nicht. Außer über den Grenzen, ja. Okay. Urintest abgeben muss man nicht. Blasen beim Alkoholtest auch nicht. Den Speicheltest, den es ja schon gibt und der vielleicht noch verfeinert und popularisiert wird, ist es eine Pflicht, bei dem mitzumachen, weil man ja dort, ich sag mal, es ist ja eher um eine Erduldung geht. Man muss ja, außer vielleicht den Mund aufzumachen, muss man nicht viel machen. Aber das ist es, ne? Das ist es? Ich würde sagen, ja. Gut. Ich würde sagen, ja. Was denn, wenn Sie den Mund einfach zulassen? Ich kann mir vorstellen, dass die so klein sind, dass die wirklich durch die Lippen, also das müsste schon aggressiv zusammenpressen. Wäre jetzt eine Spekulation. Interessanter Punkt. Hier Frage. Auch direkt der zweite Punkt, Schweißtest. Also vielleicht einfach mal, darf man wirklich alle Schnelltests verweigern? Ich würde grundsätzlich übrigens... Das muss man tatsächlich genau nach den Grundsätzen hier so entscheiden. Also die aktiven Handlungen sind es. Ich würde deswegen sagen, nee, man muss nicht den Mund aufmachen und das danach irgendwie dulden. Ja. Auch so zum Beispiel, vielleicht folgende Wertung. Zu einem Bluttest kann man auch zur Not fixiert und gezwungen werden. Theoretisch können Sie auch überlegen, jemand könnte Ihren Kopf festhalten und Ihnen den Mund aufreißen. Aber das ist irgendwie eine andere Wertung. Ich würde sagen, nein, dazu kann man nicht gezwungen werden. Es wird dann wahrscheinlich die Blutprobe folgen dann. Und ja, die Speicheltests, wenn die denn so sind, wie wir es wollen, sind ja eher ein Segen für alle. Aber ja, von der Frage. Und vielleicht noch ganz kurze Anmerkung, warum ich das auch explizit frage. Auch bei den Speicheltests, die ja jetzt besser werden sollen. Grundsätzlich haben alle Schnelltests relativ hohe falsch-positiv- und falsch-negativ-Raten. Okay. Die sind einfach so aufgebaut, die halten nicht mit den Standards mit wie in der Forensik, wo man richtige Chromatographien hat und alles richtig sauber aufschlüsselt und so weiter. Deshalb würde ich auch aus Solidarität mit anderen grundsätzlich immer von Schnelltests abraten, abgesehen von Eigenbelastung und so weiter. Okay, verstehe ich das Argument, kommt letztlich dann darauf an, was man von den Schnelltests zu erwarten hat. Wenn man wirklich sagt, die sind ungünstig oder sogar noch ungünstiger als ein Bluttest, ja, würde ich auch eher sagen, davon abraten. Wir hoffen ja, dass es anders wird. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, dann hoffe ich, es war eine gute Information für Sie und hat Spaß gemacht. Applaus